Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Earth 2 Video. Es gibt im Moment nicht täglich Earth 2 Videos, weil es gibt halt auch nicht mehr so wirklich viele neue Informationen im Moment. Wir sind am Ende von Phase 1. Vieles wurde schon aufgekauft. Viele Minen haben keine Plätze mehr frei. Viele haben auch ihr Geld, was sie da rein investieren möchten, schon ausgegeben und investieren erstmal nichts Neues. Viele warten natürlich auch noch auf Länder wie Dubai und so weiter. Aber es gibt jetzt nicht mehr täglich irgendwelche besonderen Infos oder irgendwelche Geheimtipps, die ihr noch nicht kennt. Deswegen ist es natürlich auch schwerer, jeden Tag ein Video zu drehen. Und ich kann natürlich auch nicht jeden Tag hunderte Euros da rein investieren, weil das würde natürlich auch das Ganze ein bisschen übersteigen. Ich bin mittlerweile aber, was wir schon mal nachgucken können, werden wir gleich mal sehen, ob wir noch aufgestiegen sind oder abgerutscht sind. Wir waren nämlich in Deutschland auf Rang 30. Und im Moment sind wir auf 34. Da werde ich auf jeden Fall noch mal was rein investieren. Ihr seht aber schon eine Sache, die sofort auffällt. Vor dem Dollarzeichen steht ein E. Was bedeutet das? Das ist heute aufgetreten, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, gestern. Und ihr seht auch direkt, es ist nur vor dem Ländervalue. Also hier ist alles noch normal. Da ist das Dollar natürlich auch im Zeichen drin. Aber es gibt keine Veränderung. Euer Geld ist immer noch das gleiche Wert wie vorher. Das heißt, es ist immer noch bei mir in diesem Fall 7.873 Dollar wert. Die haben nur die Währung geändert. Ich nehme an, das heißt Earth 2 Dollar, weil ihr habt natürlich den Wert der Kacheln und es ist im Prinzip kein echtes Geld, was ihr da habt. Ihr müsst die Kacheln erst verkaufen. Es gibt aber keinen genauen Wert. Das heißt, es kann auch sein, dass ich diese Kacheln, die jetzt 7.873 Earth 2 Dollar wert sind, am Ende für 3.000 Dollar verkaufen kann. Und das wäre dann der echte Wert. Ich denke, irgendwie damit hat es zu tun. Es gibt noch keine genaue Info, aber sobald ich die habe, teile ich die euch natürlich auch mit. Und ja, das war auf jeden Fall die wichtigste Info, die jetzt rauskam. Mehr gab es jetzt von den Entwicklern noch nichts Spannendes zu sagen. Aber da wird wahrscheinlich jetzt gerade am Ende von Phase 1, Anfang Phase 2, wird noch einiges kommen. Da weise ich euch gerne auch nochmal auf unsere Discord-Gruppe hin. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sind mittlerweile über 1500 Mitglieder und die größte Community in Deutschland auf jeden Fall. Da kriegt ihr am schnellsten alle Tipps, Infos. Wenn es irgendwelche Geheimtipps doch noch geben sollte, kriegt ihr das natürlich auch da mitgeteilt. Deswegen kommt rein, Link in der Videobeschreibung. Und kauft gerne mit meinem Code ein. Hier seht ihr ihn auch nochmal, auch in der Videobeschreibung. Support, Support, Support. Ich werde euch auch supporten. Am Ende des Videos noch eine kleine Ankündigung, die ich darüber auch zu machen habe. Ist wieder was Positives für euch auf jeden Fall. Deswegen guckt bis zum Ende und ihr werdet es sehen. Heute beantworte ich noch ein paar Fragen, die ich bekommen habe, weil viele Sachen sind einfach noch nicht klar. Das mit dem Earth 2 Dollar war natürlich jetzt die erste Frage, was vielen aufgefallen ist. Aber ich habe hier noch ein paar andere bekommen. Und da fangen wir direkt am Anfang mal an. Was sagst du zu den utopischen Marktplatzpreisen, die gepusht werden? Das ist natürlich ein großes Problem, nervt mich auch ziemlich. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum man das noch nicht in den Griff bekommen hat. Weil man müsste einfach nur sagen, die Preise, die auf dem Marktplatz stehen, werden erst auf die Kacheln draufgerechnet, wenn diese verkauft worden sind. Das heißt, wenn irgendeiner wirklich die Kacheln für 5 Millionen Dollar einstellt und irgendeiner kauft die für 5 Millionen Dollar, dann kann man natürlich sagen, der Wert von dem Land ist extrem gestiegen und die Kacheln werden teurer. Wenn aber einer die Kacheln für 5 Millionen Dollar einstellt, dann ergibt es keinen Sinn, dass man sofort sagt, oh, der Länderpreis ist extrem gestiegen, weil die Kacheln werden so gehandelt. Ergibt für mich keinen Sinn, ich verstehe es auch nicht. Das sollte langsam mal gefixt werden, das ist auch eigentlich keine schwere Sache. Und deswegen, es nervt einfach nur. Was macht dich so sicher, dass du investierst? Wer kauft später teure Kacheln wie aktuell USA? Sicher ist natürlich gar nichts. Die Kacheln in USA haben im Moment einen Wert. Ich gucke mal, ob ich hier meine noch finde. Dürfte bei knapp $43,74 liegen. Ist natürlich ein großer Wert. Man sieht aber, die Leute kaufen es noch. Der Wert steigt und steigt. Das heißt, die Leute sind auch bereit, teure Kacheln zu kaufen. Ob das jetzt auch bei anderen Ländern so sein wird, wo wir jetzt hunderte Kacheln gekauft haben, wie zum Beispiel hier in Finnland. Die werden wahrscheinlich nie so einen hohen Wert erreichen, wenn nicht wirklich irgendwie dort Ressourcen oder irgendwas in Massen auftreten. Kann natürlich auch passieren. Sicher macht mich da gar nichts. Deswegen immer nur das Geld reinstecken, was im Grunde genommen auch verloren gehen kann.
und es euch dann nicht interessiert. Weil es kann natürlich auch sein, dass aus den knapp 8000 Dollar, die wir hier jetzt gerade haben, oder Earth-2-Dollar, am Ende 0 wird und dann ist halt alles weg. Ist Pech, glaube ich auch nicht, dass es passiert, aber kann natürlich passieren. Die nächste Frage ist, habe Platten in Deutschland oder ähnlich, aber keine bekannten Orte. Was, wenn man die nicht los wird, soll ich verkaufen? Ich würde jetzt allgemein niemandem raten, wirklich zu verkaufen, außer ihr habt wirklich euer Vertrauen in das Spiel, warum auch immer, verloren. Oder wollt die Platten schnell loswerden, egal ob mit Verlust oder mit Gewinn. Oder ihr habt Platten wie in Amerika, die extrem gestiegen sind und ihr denkt, ach, da hole ich mir jetzt ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro, je nachdem wie viel raus, und verkauft die für einen günstigeren Preis, wo ihr immer noch Gewinn mitgemacht habt. Ansonsten, wenn ihr billige Platten habt, die einfach euch keinen Wert bieten, würde ich warten, weil es werden auf jeden Fall noch Platten gekauft, die Platten steigen im Wert und so könnt ihr die eventuell dann mit Gewinn verkaufen und jetzt nicht für einen billigen Preis verscherbeln, weil ich denke, selbst wenn die Kacheln in Deutschland jetzt ihren Preis verdoppeln auf 18 Dollar pro Kachel, dann werden auch schlechte Platten für einen günstigeren Preis gekauft und da könnt ihr nochmal, ja, wenigstens ein bisschen rausholen. Wann startet Phase 2? Es wurde ja immer gesagt, die Phase soll Mitte Januar starten. Ist immer noch nicht da. Ich meine auch, es gibt keine neuen Infos dazu, wann die startet. Ich gehe davon aus, es wird noch wenige Wochen dauern. Jetzt habe ich im Chat allerdings schon gelesen, dass manche davon ausgehen, es wird sogar eventuell noch 1 bis 2 Monate dauern. Es ist natürlich ein großer Schritt. Die Welt wird fast komplett platt gemacht. Und da muss natürlich alles gut überlegt sein und das muss auch gut funktionieren, weil wenn da Fehler auftreten und sowas, wäre für die User nicht schön. Und ich glaube, du kannst dir auch nicht so viele Fehler erlauben, weil die User dann ein bisschen, die verlieren dann so ein bisschen das Vertrauen. Ich würde erstmal die großen Probleme fixen, wie ein großes oder ein besseres Auszahlungssystem, weil das ist im Moment wirklich noch ein Krampf, sage ich mal. Und natürlich die Marktplatzpreise sind auch relativ nervig. Die Performance ist ja mittlerweile schon sehr gut geworden, wie ich finde. Aber bevor diese Phase anfängt, sollte man erstmal die größeren Probleme lösen. Kann es sein, dass die Steuern angehoben werden? Einfache Antwort, nein, da wurde auch noch nie drüber gesprochen. Und die Steuern werden bei ihren Prozenten bleiben. Und du kriegst halt, je mehr Platten du hast, desto mehr Steuern kriegst du auch. Aber ich denke nicht, dass diese irgendwie angehoben werden, sodass man mehr Geld bekommt. Wenn, werden die irgendwann verringert, beziehungsweise irgendwann werden sie eh gar nicht mehr da sein, wenn keine Platten mehr verkauft werden. Aber erhöht werden diese, denke ich mal, nicht. Ich denke, dass es keinen Sinn macht, so zersplittete Grundstücke zusammenzustellen, wie du es in der Sahara machst. Es wird ja dann ein Grundstück geben. Und laut den Entwicklern werden Grundstücke wahrscheinlich nicht teilbar. Und wer möchte schon ein Grundstück kaufen, das aus 10 einzelnen random verstreuten Flächen besteht? Ob die Grundstücke teilbar werden oder nicht, steht noch nicht ganz fest. Das heißt, ich gehe davon aus, irgendwann wird man die auf jeden Fall splitten können. Weil ich glaube, die Leute wollen das auch und warum sollten die es dann nicht anbieten? Das ist eine einfache Sache. Ich wüsste keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Andererseits, wenn ich hier die zersplitteten Grundstücke kaufe, wie ich es in der Sahara gemacht habe, dann wollen die Leute natürlich auch, wenn die da dran bauen, vielleicht das eine Grundstück haben und kaufen dann, einfach nur weil sie es haben wollen, auch die anderen. Ist natürlich nur eine Vermutung, kann auch sein, dass es gar keinen Sinn ergibt und dass ein Fehlkauf war, kann auch sein, dass es wirklich super war und sich mega gelohnt hat. Weil wenn einer genau dazwischen so ein großes Grundstück kauft, um meine Platten, die sind dann quasi an den ganzen Eckpunkten von ihm oder irgendwas, dann kauft er sie vielleicht auch gerne. Kann alles passieren. Ich sehe gerade, Auge der Sahara ist bei mir auf 470 Dollar gestiegen, krank. Ob das der richtige Preis ist, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber sieht auf jeden Fall so aus. Und ich kann nicht sagen, ob es ein Fehlkauf war oder ob das Sinn macht. Aber ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass man später die Kacheln aufsplitten kann. Und deswegen denke ich mal, das ist in Ordnung. Was hältst du von den Megacities? Das ist so eine Sache. Ich habe mich auch im Auge der Sahara dran beteiligt. Da soll ja auch eine Megacity entstehen. An sich finde ich es eine coole Sache. Ich denke aber, dass es nicht so umgesetzt wird, wie die Leute sich das vorstellen. Alleine weil, wer weiß, wie viele von den Leuten, die da jetzt einkaufen, am Ende noch dabei sind und sich überhaupt noch dafür interessieren. Und ob, je nachdem, wie groß das wirklich wird,
die Sachen auch wirklich komplett aufgekauft werden, weil ihr seht, die Preise steigen. Auge der Sahara 1,38 Euro oder 1,38 Dollar pro Kachel. Das sind ja viele auch schon nicht mehr bereit zu bezahlen. Es wird an sich, es kann cool werden, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es klappt. Ist auf jeden Fall für die Leute, die früh da einsteigen, sehr gut, weil die kaufen die Platten günstig ein. Und dadurch, dass viele Leute sich erstmal da einkaufen, steigt der Preis natürlich. Und dann habt ihr hier sowas, 470 Dollar. Gekauft habe ich es für 259, Steigerung von 81,4%. Ist top, würde ich sagen. Vor allem habe ich mich vorher auch noch dort eingekauft. Zu günstigeren Preisen. Wo haben wir es denn hier zum Beispiel? Finde ich gerade nicht. Aber das ist ja dann auch so gestiegen und ich habe noch mehr Gewinn mitgemacht. Das heißt, für den, der sich als erstes dort einkauft, perfekt. Für alle, die später kommen, muss man halt wissen, ob sich dann noch lohnt. Kann man jetzt nicht voraussagen. Dann wurde ich gefragt, ob ich das mit den Rohstoffen nochmal auffrischen kann. Rohstoffe. Es wird wahrscheinlich alle Rohstoffe geben, die es im echten Leben auch gibt. Ihr seht, ich habe hier auch Wälder gekauft. Hier auch ganz viel Wald, also wirklich einige Platten. Hier 732 Platten sogar. Das dürfte auch schon ein bisschen gestiegen sein. 50 Dollar immerhin. Und Ölfelder habe ich gekauft, Goldminen habe ich gekauft. Da gibt es wirklich einiges. Je nachdem, was für eine Klasse eure Kacheln haben, kriegt ihr natürlich auch umso mehr Rohstoffe. Klasse 1 kriegt mehr Rohstoffe als zum Beispiel Klasse 3 Kacheln. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo die Rohstoffe spawnen. Das heißt, wenn ich hier jetzt 700 Platten habe, wo nur Holz drauf ist, bedeutet es nicht, dass auf jeden 700 Platten auch wirklich Holz spawnt. Genauso wie bei den Goldminen. Es muss nicht auf jeder von den 300 Kacheln wirklich Gold spawnen, sondern es kann im blödesten Fall spawnt auf keiner irgendwas. Dann habe ich halt Goldminen-Kacheln gekauft, die einfach Schrott sind und ich Pech habe. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich da ein gutes Händchen bewiesen habe und mir genau die Platten ausgesucht habe, wo wirklich viel Gold drauf spawnt. Kann alles sein. Auf jeden Fall, es wird versucht, dass so wie im echten Leben dort auch die Rohstoffe vorhanden sind. Das heißt, wenn ihr eine Goldmine habt, dass da auch wirklich überall Gold vorhanden ist. Es gibt aber auch Platten außenrum, wo ein wenig davon sein wird. Das spawnt dann relativ randommäßig. Ob das jetzt auch in der Stadt der Fall ist, dass irgendwo auf einmal Gold oder Öl gefunden wird, weiß ich natürlich nicht. Wäre eigentlich auch eine coole Sache, weil dann kann man ja natürlich auch, ich sag mal, ich habe hier in Köln die Kacheln gekauft und da ist jetzt irgendwie Öl gefunden worden, dass ich da dann auch so eine Ölbohrplattform oder sowas bauen kann. Also die Idee wäre auf jeden Fall gut. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird an den Goldminen und sowas realistisch Gold spawnen. Genauso wie auf Ölfeldern Öl und bei Holz Holz. Nicht auf jeder Kachel, aber auf den meisten. Und es gibt angeblich eine Technologie, die das realistisch macht. Infos darüber wurden aber noch nicht verloren. Meiner Meinung nach sind die Rohstoffe im Moment aber so das Beste, was man kaufen kann. Mit ja, Kacheln, die einfach in guten Ländern liegen, die steigen, um noch ein bisschen Geld rauszuholen, wie in Deutschland zum Beispiel. Da bin ich auch überzeugt von. Gucken wir mal, was Köln mir gebracht hat. Das sind jetzt in ein paar Tagen 30 Dollar gewesen. Und das einfach nur durch Steigungen, durch nichts tun, ist in Ordnung. Je mehr ihr kauft, desto höher steigt es natürlich. Ich habe jetzt 2x18 Kacheln gekauft, deswegen, das sind jetzt nicht so ganz viele. Aber ich finde es in Ordnung. Also Rohstoffe kaufen und gute Länder kaufen, die noch steigen werden. Gerne auch viele Kacheln, damit die auch mehr Gewinn abwerfen und ihr die dann am Ende mit weniger Verlust, wenn überhaupt, verkaufen könnt. Auszahlung ist noch ein großes Thema. Da bin ich auch noch mittendrin. Ich hatte ja meine Bankdaten weitergeleitet, da gab es dann irgendwelche Probleme. Jetzt habe ich mir so ein TransferWise-Konto erstellt und habe es darüber machen lassen. Ich habe jetzt vor, ich glaube, 2-3 Tagen eine E-Mail bekommen, dass mir das Geld in spätestens 78 Stunden überwiesen wird. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so klappt. Manche haben auch geschrieben, sie haben die Nachricht auch bekommen. Das Geld war dann in 10 Tagen da. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die mir das Geld klauen wollen. In der Discord-Gruppe gibt es auch einige Screenshots dazu, wo die Leute ihr Geld schon bekommen haben. Über TransferWise und auch über das normale Bankkonto, wo dann natürlich höhere Gebühren entstehen, die weichen ab. Da kann Earth2 jetzt nichts dafür, sondern das liegt ist von Bank zu Bank halt unterschiedlich mit Dollarumrechnungen und Gebühren und so weiter. Aber das ist schon okay. Wenn das Geld ankommt,
dann kriegt ihr es natürlich als erstes mit. Und ich poste auch direkt einen Screenshot in die Discord-Gruppe. So, das waren jetzt die Fragen, die aufgekommen sind. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, immer schön rein in die Kommentare oder in die Discord-Gruppe. Ich beantworte die so gut ich kann gerne. Vieles ist natürlich auch, wie ich schon öfter gesagt habe, meine Meinung, weil es noch keine Infos gibt. Aber da könnt ihr ja vielleicht ein bisschen abwägen. Denkt ihr komplett anders oder denkt ihr genauso? Geht es in die gleiche Richtung? Ist halt immer so eine Sache. Ist halt viel Spekulation. Kann, wie gesagt, auch alles komplett in die Hose gehen, dass gar nichts klappt. Aber gehe ich jetzt mal nicht von aus, sonst würde ich halt kein Geld da reinstecken, logischerweise. Jetzt wieder eine kleine Ankündigung. Ich werde in den nächsten Tagen wieder knapp 500 Euro, bisschen drüber, ausgeben. Und ihr seht, Geld ist schon aufgeladen worden. 602 Dollar habe ich jetzt drauf. 100 davon sind wegen der Auszahlung noch drin. Deswegen darf ich die leider nicht ausgeben. Da muss ich auch drauf achten, weil wenn da nur 1 Cent fehlt, überweisen die es mir nicht. Und ich muss neu beantragen und ihr seht ja gerade, wie lange es dauert. Deswegen möchte ich das ungerne. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt die nächsten Tage auch um 100 Dollar reduzieren. Und da muss ich auf sowas nicht mehr achten. Ja. Ich kaufe wieder einiges über eure Codes ein. Da mache ich jetzt wieder ein kleines Gewinnspiel draus, weil den meisten hat es Spaß gemacht. Und die fanden die Idee gut. Dann wurde mir vorgeschlagen, ich soll das am besten in 3 Gewinner aufteilen. Das heißt, wir machen das jetzt auch so. Der erste Platz, für den kaufe ich 250 Dollar ein, mit dem zweiten 150 und der dritte kriegt immerhin noch 100 Dollar von mir. Ist ein Fünfer. Ich denke mal, für Leute, die sonst vielleicht über ihr Affiliate-Konto nicht viel reinkriegen, ist das auch schon schön und da kannst du natürlich auch schon gut Platten für kaufen. Ihr seht hier 40 Cent. Oder 34 Cent auf unserer Community-Insel. Das heißt, da kann man natürlich auch mit 5 Dollar schon ein bisschen was kaufen. Je nachdem, wie viel ich noch aufladen werde, werde ich natürlich auch mehr ausgeben. Aber das ist jetzt erstmal so der Richtwert. Letztens hatte ich auch so einen Richtwert von 800 Dollar. War natürlich ein größeres Gewinnspiel. Aber ich denke, man kann auch zufrieden sein, wenn man 250 Dollar oder auch 150 bekommt, wie auch immer. Es ist halt geschenktes Geld von mir an euch und kann man sich drüber freuen. Wenn man sich nicht drüber freut, hat man es trotzdem. Ist halt dann so. Was ihr dafür machen müsst, wie beim letzten Mal auch schon, kommt in den Discord-Server. Link in der Beschreibung drin. Ganz einfach. Dann kommentiert in den YouTube-Kommentaren mit eurem Discord-Namen. Ihr braucht doch nicht den Hashtag schreiben, nur wie ihr auf dem Discord bei mir heißt. Und dann kann ich halt später in der Mitgliederliste gucken, seid ihr wirklich drauf? Das ist so die einfachste Möglichkeit, wie ich so das Gewinnspiel überprüfen kann, weil ansonsten kann ja jeder machen, was er will. Und folgt dem YouTube-Kanal auf jeden Fall. Das sind so die 3 einfachen Punkte, die ihr machen müsst. Also auf den Discord-Server kommen, Link in der Beschreibung. Dann euren Discord-Namen kommentieren. Haut auch schön euren Code mit rein, also den Earth2-Code. Earth2-Code und Discord-Namen, weil ich muss ja später auch dann damit einkaufen. Ohne Code geht es schlecht. Und abonniert den YouTube-Kanal, wie das geht, wisst ihr ja alle. Deswegen, ja, ganz einfach wieder, um Geld zu verdienen. Ich werde dann Ende der Woche, diesmal lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, auslosen. So zwischen Donnerstag und Freitag, je nachdem wie es läuft, werde ich dann auslosen und dann auch einkaufen. Ich werde es euch diesmal sogar noch ein bisschen einfacher machen, weil viele oder ein paar Leute meinten mir zu schreiben, sie wollen das Video nicht gucken, aber ich soll ihnen sagen, was sie fürs Gewinnspiel machen müssen. Ist ein bisschen, weiß ich nicht, eine Frage, die stellt man eigentlich so nicht. Wenn man schon was gewinnen möchte, kann man auch kurz mal gucken, wie es funktioniert. Ich werde euch aber jetzt unten in die Kommentare reinschreiben, ab wann das Gewinnspiel beginnt, falls ihr an den Fragen kein Interesse habt. Und dann könnt ihr da direkt anfangen und das alles nach und nach durchgehen. Ich hoffe, die Fragen haben euch ein bisschen geholfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, gerne in die Kommentare oder die Discord-Gruppe schreiben. Gewinnspiel läuft bis Donnerstag oder Freitag, je nachdem. Werde ich aber dann auch auf dem Discord nochmal verkünden, wann so der letzte Tag anbricht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde.